Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Datenfallen erkennen mit eurem richtig Dimitri. Heute haben wir mal wieder eine wunderschöne Datenfalle für euch. Die ist ausnahmsweise mal nicht über Facebook, nicht über WhatsApp und nicht über Google oder ein Pop-up bei Skype zu uns gekommen, sondern das ist eine ganz tolle, persönlich personalisierte Datenfalle, die unser lieber Rakesh per E-Mail bekommen hat. In der E-Mail, die vor Formatierungs- und Rechtschreibfehlern fast nur so an Überlaufen war, stand drin: Sie haben 500 Euro Amazon-Gutschein gewonnen, wir konnten sie nur leider nicht erreichen. Bitte melden Sie sich jetzt, um das noch zu bekommen. Was macht der Kleine? Sagt, hier kann ich nicht so gut Deutsch lesen. Dimitri, kannst du kommen? Und natürlich komme ich und gucke mir das an. Und blöd, der darf keinen Joghurt mehr kriegen heute, weil der hätte da fast mitgemacht. Was das Problem daran ist, bei solchen Gewinnspielen, Gewinnabholung, Produktproben mitzumachen, möchte ich auch an diesem Beispiel jetzt nochmal zeigen, denn das sieht ein bisschen anders aus als die übliche Masche und wurde ja auch anders verschickt. Mit wem haben wir es zu tun? Hier steht nämlich, dass Amazon weder Veranstalter noch Sponsor ist. Anfangs wurde uns noch versprochen, wir haben 100% gewonnen, jetzt heißt es gratis mitmachen und mit etwas Glück einen 500 Euro Amazon-Gutschein abzugreifen. Wir haben es zu tun mit der Trafego GmbH, ausnahmsweise mal nicht Targeting. Die Trafego GmbH ist weithin auch als Datenhändler bekannt, der eben zu solchen unseriösen, fast schon bösartigen Methoden greift, um die Leute dazu zu bekommen, sich für solche vermeintliche Gewinnausschüttung oder Gewinnspiele einzutragen, eben in der kruden Hoffnung, dass sie wirklich etwas bekommen. Jetzt könnte man sagen, gut, dann kriege ich halt nichts, wo ist das Problem? Die Welt ist voller Scheiße. Da, so ist das auch. Das hört aber nicht damit auf, dass die Welt voller Scheiße ist und du da nichts bekommst. Du bekommst etwas. E-Mail-Spam, bekommst Telefon-Terror, deine Daten werden von Datenhändler Trafego an Datenhändler Ad-Service, an Datenhändler Leadworld Online Limited und so weiter weiterverkauft. Und jeder von denen hat auch wieder Kunden, die denen diese Daten abnehmen und die sich darauf freuen, bei euch anzurufen, um euch irgendetwas Unnützes, Überteuertes oder Betrügerisches anzudrehen. Wollen wir uns mal anschauen, wie es hier weitergeht. Wir wollen natürlich gratis mitmachen und werden, um einen Amazon-Gutschein zu erhalten, der im Regelfall nur ein Nummerncode ist, aufgefordert, unsere komplette Adresse einzugeben. Nicht nur die komplette Adresse. Wir brauchen noch E-Mail-Adresse und natürlich ein gültiges Telefonnummer, damit wir im Falle eines Gewinns auch kontaktiert werden können. Da es bekannt ist, dass diese Gewinnspiele keine Gewinnausschüttung haben, sondern nur dafür da sind, eben hier Datenumsatz zu generieren, der für viel Geld weiterverkauft werden kann, wollen wir uns einmal anschauen, an wen das Ganze weiterverkauft wird. Das ist dann die sogenannte Sponsorenliste. Und in der Sponsorenliste finden wir eine schrecklich lange Liste an Firmen, die ihr das vermeintliche Einverständnis dafür gibt, dass die euch anrufen dürfen. Der liebe Bundesgerichtshof hat allerdings schon länger entschieden, dass über einen Internet-Eintrag, auch mit E-Mail-Bestätigung, kein rechtlich zulässiges Einverständniserklärung für einen Telefonwerbeanruf zustande kommen kann. Folgenden Firmen ist das aber egal, die machen trotzdem mit. Du hast 1&1 Internet, du hast diverse Stromunternehmen, du hast diverse Zeitschriftenverlage, du hast diverseste Versicherungsfuzis und noch sowas wie Wein, Hundefutter, Pflegeprodukte und alle möglichen anderen lustigen Geschichten. Hier der Reichsgraf ist auch wieder dabei. Der hat neuen Namen, Reichsgraf von Ingelheim, genannt Echter, von und zu Mespelbrunn Weingut und Weinkellerei GmbH. Blöd, wer hat sich das ausgedacht? Jetzt stell dir mal vor, die wollen so Werbekugelschreiber machen. Was drucken die da drauf? Wollen die das da drauf schreiben? Dann müssen die gleich noch Werbelupe mit dazugeben. Das können die Leute das lesen. Bei denen finde ich immer ganz toll. Die sind ein Weingut und verkaufen Wein aus Italien, Südafrika und Frankreich. Machen sich selber Konkurrenz. Eine Wertsteigerungs GmbH, Lotto, natürlich, Lotto fehlt auch zum Glück. All diese Firmen werden euch anrufen. Und die Datenhändlerfirmen unter diesen Firmen werden die Daten, die sie von euch kaufen, nachdem ich hier mitgemacht habe,
auch wieder weiterverkaufen. Die müssen ja von irgendwas leben. Und deren Kunden freuen sich dann auch euch anzurufen und die Daten wieder weiterzuverkaufen. Und so setzt ihr einen riesigen, endlosen Kreislauf in Gang, den ihr praktisch nicht mehr aufhalten könnt, weil wohin willst du überall einen Widerruf schicken, wenn von einer Firma an die nächste weitergegeben wird? Wie ein Huri in Hamburg bei Roland im Laufhaus bleibt. Das geht nicht. Wenn du hier einmal drin bist, wenn du einmal in die Falle reingetappt bist, ist es quasi ausgeschlossen, dass du wieder rauskommst. Also überleg dir genau, wo du deine Daten einträgst, überlege, warum jemand sowas verschenken sollte, wenn es nicht Amazon selber ist oder irgendein, was weiß ich, ein Zeitung, wo du ein Abo verlängerst, das du wirklich selber machen wolltest, oder wenn mal bei YouTube einer sagt, gut, ich hau PaySafe-Karte oder Amazon-Gutschein unter meinen Abonnenten raus, aber sowas, ich bitte euch, fallt nicht darauf rein. Wenn ihr dann doch darauf reingefallen seid und auf gratis teilnehmen geklickt habt, nachdem ihr hier euer ganzes Privatleben quasi eingetragen habt, dann kommt die sogenannte Kurzumfrage. Das ist kein Marktforschung im klassischen Sinne, sondern hier geht es jetzt darum, dass die Firmen, denen ihr hier noch erlaubt habt, euch anzurufen, nach Möglichkeit schon direkt wissen, womit sie euch am besten anrufen. Wollen sie eine Auszahlung von 850 Euro jährlich von Krankenkasse bekommen? Du klickst auf Ja, ich möchte das Geld haben. Da steht nirgends, ich möchte angerufen werden, ich möchte beraten werden, wie auch immer. Du wirst angerufen. Haben sie Hund oder Katze im Haushalt? Da. Klickst du irgendwas an? Du wirst angerufen. Heizen sie mit Gas? Du wirst angerufen. Zahnzusatzversicherung? Du wirst angerufen. Brillenträger? Du wirst angerufen. Normalerweise hast du hier so 10, 15, manchmal 20 Fragen. Hier hält sich das Ganze relativ kurz. Im Anschluss kriegst du noch eine E-Mail, die sollst du bestätigen. Aber schon bevor du diese E-Mail bestätigst, und auch wenn du sie gar nicht bestätigst, gehen die Ping-Anrufe los. Da wird getestet, ist die Telefonnummer richtig, ist der Anschluss vergeben. Wenn ja, ist der positive Anrufen. Und bald danach geht es los mit den schönen Werbeanrufen, wie ihr sie bei der Telefonziege anhören könnt. Da ihr aber da garantiert keinen Bock drauf habt, lasst von solchen Sachen die Finger. Sei es über Facebook, über WhatsApp, per E-Mail oder sonst wo immer. Wenn ihr etwas entdeckt dieser Art, schickt mir das gerne auf einem der bekannten Kanäle, damit ich mir das angucken, gegebenenfalls ein Video darüber machen kann, um aufzuklären. Teilt dieses Video sehr gerne, gebt ihm Bewertungen, positiv, negativ, je nachdem wie ihr das empfindet, und schreibt gerne Kommentare, damit macht ihr das Video für YouTube ein bisschen interessanter und der ein oder andere mehr sieht das vielleicht und weiß dann Bescheid. Ich bedanke mich für eure Zeit und eure Hilfe. Es ist mega Spaß, diesen ganzen Geschichten für euch hinterher zu jagen. Es macht einen riesen Spaß und ich hoffe, den haben wir noch ganz lange zusammen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Das wird Daniel.